der Herr Professor Willner. Wir hatten auch schon mal das Vergnügen an anderer Stelle. Ich freue mich sehr, lieber Herr Willner, dass Sie heute hier dabei sind. Ja. Leiter der Forschungsgruppe Verfahrenstechnik der Hochschule für angewandte Wissenschaften, HAW, in Hamburg. Ich bin mir sehr sicher, Sie bringen irgendwas zu Mathematik mit, Herr Willner. So ist es. Sie dürfen loslegen. Herzlich willkommen, wir hören Sie super. Sie können mich hören, wunderbar. Ja, herzlichen Dank für die netten einführenden Worte, Frau Frank. Ich freue mich wieder, mit Ihnen zusammen zu sein. Ich danke auch sehr für die Einladung. Begrüße alle Zuhörenden und Zuschauenden ganz, ganz herzlich zu meinem Vortrag. Ich will mal sehen, ob ich die Folie sehe. Ich sehe bis jetzt noch keine einzige Folie. Ich wäre also dankbar, wenn man mir eine einblenden würde. Aha, da haben wir schon was. Ja, genau, das war die Startfolie mit meinen Daten drauf. Wir reden hier über das große Thema Klimaschutz. Diese Diskussion wird mittlerweile sehr emotional geführt. Und nun ist es ja so, wir reden über ein naturphysikalisches Phänomen, den Klimawandel. Und wir haben Naturgesetze zu beachten. Und leider sind Naturgesetze nicht politisch verhandelbar. Wir müssen sie beachten. Und das Problem ist, dass dieses jetzt bei der derzeitigen Gesetzeslage und auch bei der geplanten Gesetzeslage auf europäischer und nationaler Ebene leider nicht, oft nicht in die richtige Richtung geht. Deswegen möchte ich das einmal ganz kurz noch einmal darlegen, wie denn die aus der Physik abgeleitete Mathematik des Klimaschutzes aussieht. Dieses ist die Schlüsselfolie dafür. Wir bekommen die Daten hierfür von dem Weltklimarat, IPCC. Und wir brauchen zwei Zahlen. Wir brauchen einmal das sogenannte CO2-Restbudget, das wir noch in die Atmosphäre geben dürfen für ein bestimmtes Erwärmungsziel. Wir reden hier über das 1,5-Grad-Erwärmungsziel, das wir einhalten wollen. Und da wären jetzt auf Mitte 2021, also dieses Jahres gerechnet, noch ein Restbudget von 280 Gigatonnen CO2 zur Verfügung, die wir fossil in die Atmosphäre geben dürften, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Die zweite Zahl, die wir brauchen, ist das jährliche Emissionsniveau. Das globale, das liegt bei 40 Gigatonnen pro Jahr. Das ist nun eine sehr einfache Rechnung. 280 geteilt durch 40, dann verbleiben uns noch 7 lächerliche Jahre, wenn wir keine CO2-Einsparung global bewerkstelligen. Das sind weniger als 2 Legislaturperioden. Wenn wir jetzt endlich mit realer CO2-Reduktion weltweit beginnen würden, und vielleicht so einer grünen Ideallinie einigermaßen folgen würden, ich habe das hier einfach mal als Correct Action Szenario bezeichnet, dann würden wir die Zeit zumindest verdoppeln auf 14 Jahre. Wenn wir noch ein Jahr zuwarten und nichts machen, dann müssen wir in 12 Jahren runter. Das heißt, wenn wir ein Jahr zuwarten, verlieren wir 2 Jahre und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn wir 7 Jahre noch so weitermachen, dann haben wir gar keine Zeit mehr. Das im Hinterkopf. Und das bedeutet jetzt ganz klare Konsequenzen für Klimaschutzmaßnahmen, die wir zu beachten haben und die alle Klimaschutzmaßnahmen, egal welche und auch egal in welchem Sektor, zu befolgen haben. Ich habe sie im Englischen No Delay, No Greenhouse Gas Export und Fast Rollout genannt. Das heißt, wir müssen jetzt beginnen. Wir dürfen also keine Maßnahmen ergreifen, die einen eingebauten Verzögerungseffekt haben. Das wäre das No-Delay-Kriterium. No-Greenhouse-Gas-Export meint, es macht keinen Sinn, dass wir in einem bestimmten Sektor oder einem bestimmten Land Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, die an anderer Stelle zu erhöhten CO2-Emissionen führen. Und das Letzte, ebenso wichtig, Fast Rollout. Wir reden hier über einen globalen, wir reden über eine globale Aufgabe, nicht über eine nationale Aufgabe. Kleines Beispiel, Deutschland steht nur für 2% der Treibhausgasemissionen weltweit. Selbst wenn wir Deutschland von der Landkarte tilgen würden, dann würden wir noch nicht einmal diese 2% einsparen, weil einfach Kohle, Öl und Gas etwas billiger würde und an anderer Stelle entsprechend mehr verbraucht. Und von daher wäre gar nichts gewonnen. Das heißt, die einzigen Länder, die derzeit wirklich Klimaschutz betreiben können, sind, und das klingt paradox, diejenigen Länder, die derzeit Kohle, Öl und Gas fördern,
indem sie diese nämlich dann in der Erde lassen. Alle anderen Länder können gar nicht aktiv darauf einwirken. Sie können nur dafür sorgen, und das können wir jetzt auch aus Deutschland und Europa, dass wir Technologien weltweit ausrollen, die dann flächendeckend für einen Minderbedarf dieser fossilen Ressourcen sorgen. Wenn wir dieses jetzt auf den Verkehrssektor runterbrechen, dann stellen wir fest, dass das Kriterium No Delay im Prinzip nur noch von alternativen Kraftstoffen erfüllt werden kann. Und alternative Kraftstoffe meinen flüssige und gasförmige. Wir reden also auch über Wasserstoff. Wir reden aber darüber hinaus auch von der riesigen Flotte, die einbezogen werden muss. 1,4 Milliarden Autos weltweit. Bei der Elektromobilität ist es leider so, dass wir einen Delay eingebaut haben, einen Verzug von 5 bis 15 Jahren, weil wir erst einmal den erhöhten CO2-Ausstoß für den Batteriebau abbauen müssen. Und der braucht so lange, bis wir sozusagen am Nullpunkt angelangt sind, bevor wir überhaupt beginnen mit Einsparung. Das ist also so, als wenn man jetzt ein Rennpferd auf die Rennbahn setzt und sagt, so, du musst jetzt ganz schnell sein, wir haben nur noch ganz wenig Zeit, wie wir gesehen haben. Man setzt aber das Rennpferd verkehrt rum auf die Rennbahn und es rennt mit Vollgas in die falsche Richtung, also erstmal Erhöhung der CO2-Reduktion, kommt nach 10 Jahren zurück an den Startpunkt und beginnt dann erst mit CO2-Reduktion. Das ist Elektromobilität. Es muss einmal so deutlich gesagt werden. Greenhouse-Gas-Export, wie sieht es damit aus? Wir sehen, dass die Netto-Reduktion bei alternativen Kraftstoffen einschließlich erneuerbar erzeugten Wasserstoff natürlich sehr gut ist. Bei den derzeit im Markt befindlichen Biokraftstoffen sind wir schon bei über 80% in Deutschland an Performance. Das ist hervorragend. Bei der Elektromobilität haben wir leider sehr großen Export in die Länder, die dann für den Batteriebau zuständig sind. Und ich verstehe nicht, warum das nicht in die politischen Köpfe hinein will, dass das CO2, was wir in möglicherweise China für den Batteriebau in die Atmosphäre geben, in derselben Atmosphäre landet wie ein CO2, was wir hier in Europa emittieren. Und trotzdem wird die Elektromobilität hier mit null Emissionen angerechnet. Und kommen wir zum Fast Rollout. Diese internationale Kooperation ist ja die Schlüssel Komponente beim Klimaschutz. Wir müssen in die Welt und da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir erneuerbare Technologien in Länder mit einem Überschuss an Energien exportieren, denen aber gleichzeitig ein Geschäftsmodell dadurch liefern, dass sie den Überschuss in Form von grünen Molekülen uns wieder verkaufen und das auf Dauer. Dann bringen wir Wohlstand und Stabilität in diese Länder. Und wir können hier in den Industriestaaten, wo wir vergleichsweise wenig erneuerbare Energien zur Verfügung haben, können wir unseren gigantischen Energieimportbedarf decken. Dadurch, wir müssen sowieso in großem Maßstab grüne Moleküle importieren. Das bedeutet zum Beispiel für Deutschland derzeit 70% und EU-weit 58%. Damit ist die Antwort klar. Also es gibt eine Unmenge von Studien, die das alles bestätigen. Alternative Kraftstoffe können alle drei Kriterien erfüllen. Die Elektromobilität kein einziges dieser drei Kriterien und ist damit schließt sich damit aus als Klimaschutzmaßnahme. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der beachtet werden muss, der letztlich immer als Fehler in den Kalkulationen auftaucht, dass die elektrischen Autos keine neue erneuerbare Energie ins System bringen, sondern nur weitere Verbraucher sind. Wir brauchen also dringend frische, neue erneuerbare Energie im System in Form von alternativen Kraftstoffen, flüssige und gasförmige. Wir haben 5 Familien der alternativen Kraftstoffe. Die erste Generation, die schon im Markt ist, die zweite Generation auf Abfallbasis, biogener Abfall, die dritte Variante, die nicht biogener Abfall ist. Und dann kommen wir dorthin, wo auch der Wasserstoff jetzt eine Schlüsselrolle spielt, bei dem großen Thema der E-Fuels, Power-to-X-Fuels, die ich gerade genannt habe, im Zusammenhang mit der internationalen Kooperation. Und last but not least die Kombinationen aus reinstrombasierten und abfallbasierten Kraftstoffen, die dann deutlich weniger Wasserstoff brauchen und die auch hier in Deutschland und Europa umgesetzt werden können.
Und das ist hier ganz kurz beschrieben. Wasserstoff ist ein Schlüsselmolekül für die künftige Mobilität, sei es in direkten Anwendungen in Brennstoffzellen, sei es über die große Plattform PDX E-Fuels. Hier ist es kurz mit chemischen Formeln beschrieben, die dann auch unten erklärt sind, dass wir Wasserstoff und CO2 aus der Luft zum Beispiel zusammenbringen und daraus flüssige grüne Moleküle machen, die wir dann hier wieder nach Deutschland, Europa einführen können. Und wenn wir diese grünen Moleküle erstmal hier im Lande haben, diese flüssigen Kraftstoffe, dann ist es wesentlich effizienter, sie direkt in stromunabhängigen Verbrennungssystemen einzusetzen, als erst verlustreich in Strom umzuwandeln und dann in Batterien zu pressen. Und last but not least eben die Hybride, die Kombination aus Wasserstoff und Abfall. Wir entwickeln selber in Hamburg an unserer HAW solche Verfahren, die Hybride sind. Und ich kann Ihnen eine Zahl nennen, an der Sie die Effizienz ablesen können. Wenn wir den Wasserstoffbedarf und auch den gesamten anderen Strombedarf des Verfahrens mal umrechnen auf die Strecke, wenn wir Diesel produzieren, in Kilowattstunden Strombedarf für 100 Kilometer Strecke, dann landen wir bei 5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und das ist um Faktor 3 bis 5 besser als bei Elektroautos. Herr Willner. Also der Wasserstoff kann sehr effektiv eingesetzt werden. Und ich bin im Prinzip auch gleich durch. Gut, es geht eigentlich nur noch darum, auf die darauf hinzuweisen, dass wir 3 Regulationen auf EU-Ebene zu revidieren haben. Die RED II, die Flottenregulation, wo Elektroautos mit Null angerechnet werden, alternative Kraftstoffe gar nicht. Und die Besteuerungsregelung, wo alternative Kraftstoffe voll besteuert werden wie fossile Kraftstoffe. Das muss dringend geändert werden. Und die letzte Folie weist auf 3 offene Briefe hin, die in diesem Jahr an die EU-Kommission rausgegangen sind und die Sie hier in aller Ruhe dann downloaden können und nachlesen können von wissenschaftlicher Seite, von Verbändeseite, von Industrieseite. Und mit dem Scherz der letzten Folie danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.